Was wir allerdings jetzt hier machen müssen, wird die Dinger wahrscheinlich irgendwie einschalten oder so, oder? Ach, warte, ich muss hier den Strom ausschalten, ne? Und dann komme ich da hinten rüber. Kann das sein? Warte mal. Wie meine ich, wäre das eine gute Idee? Weil ich gerade sehe, ich bin einmal im Kreis gerannt. Ja, da bin ich vorhin hoch, jetzt bin ich da rum und. Ja, okay, dann. Da muss ich nochmal gucken, dann haben wir irgendetwas gesehen. Ich muss bestimmt den Strom doch ausschalten. Kann ja nicht sein, dass der Bereich hier nur gedacht ist, um sich wieder mit Energy voll zu machen. Ach! Ach, Jungs und Mädels hier. Ach, von außen drauf geschossen und hier drin, ja, ne? OMG, sag ich da nur. Zu spielen. Oh, die wollen aber unbedingt. Okay, also wenn ich die genau treffe, dann kann ich die mit dem Graviton auch erledigen. Gerne ganz viel dazu heute. Ja, ist halt Raven. Sicherheitshalber. Sicherheitshalber machen wir das mal. So, ich schreck mich wahrscheinlich ein kleines bisschen ein, weil ich das Sägeblatt immer mitnehmen will. Na, jetzt habe ich es eh verloren. Scheiße. Jetzt habe ich es eh unten gelassen. Egal. Gut gemacht, Bruder. Jo. Nutze meine Fallen, aber pass auf, dass du nicht selbst in eine gerätst. Hinter dir! Danke. In Ravenholm musst du auf der Hut sein. Gut. Krieg ich eine kleine Info, wo du deine Fallen platziert hast? Wahrscheinlich nicht, ne? Der hat auf jeden Fall schon mal überall so kleine Wege gemacht, dass er nicht auf dem Boden entlang laufen muss. War bestimmt anstrengend. Okay, die brauchen nur ein paar Schüsse mehr. Okay, ich habe mir schon gedacht, die großen Krabben sind mit einem Schuss platt, aber die nicht. Okay, der brutzelt jetzt wieder vor sich hin. Das war nach unten. Aus Ermangelung von Sägeblättern. Weiß ja nie. Aha, okay. Ziehen wir an den Hebel. Hoffe ich, dass das funktioniert. So gut. Ich hab gedacht, ich würde alle erwischen. Aber
es lädt sich wieder auf, habe ich gerade gekannt. Das war das Gegengewicht, ne? Ich hatte dann noch ein anderes Auto als Gegengewicht und das hat wieder die das herabfallende Auto hochgezogen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Wir gucken gleich nochmal. Ach, jetzt noch so ein. Vielleicht habe ich alle. Hier sind noch zwei. Der zweite hat nicht gebrannt. So. Jetzt mal hier durch. So, hier, das war das Gegengewicht, glaube ich, ne? Für dieses Auto. Nee. Hä? Okay, dann wird das Motor einfach nur hochgezogen. Ich hätte gedacht, wenn das rund... Ah nee, das ist eine zweite Falle. Da kann ich jetzt neue drunter sammeln und dann damit wieder erschlagen. Kommt mal mit, ich habe hier ein Auto für euch. Dürfte jetzt mal Mechaniker spielen. Nö, das hat funktioniert. Ja, es klappt gut. Das klappt gut. So, da kann ich bestimmt hin. Weil hier ist ein... Da ist ein Gitter, hier nicht. Also entweder kann ich dahin, wenn ich denn möchte. Oder das wird mein nächster Weg sein, dass ich dahin muss. Hatte sich nämlich automatisch wieder nach oben gepackt. Musste ich nämlich nicht da dran ziehen. Wo bin ich denn da? Ich will da jetzt mal hin. Ich habe da echt Neugier. Aber das... Ich weiß nicht, ob das gewünscht ist. Das werde ich jetzt dann einmal... Geht's hier? Von hier müssen wir wahrscheinlich auf das Dach, ne? Oder? Nicht, dass ich jetzt schon wieder automatisch den richtigen Weg gehe. Also von da sind wir gekommen. Ich muss nicht aufs Dach, weil das... Nee, das ist blöd. Das ist der richtige Weg. Ich muss da hin. Nee, ach, guck mal, da kann ich auch weiter. Ups. Also hier kann ich auch weiter. Ah, okay, da und dann da hoch. Da ist oben schon wieder hier... Ready? Oder wie auch immer heißt. Bereit? Ist egal. Hier hin. Warum? Keine Ahnung. Ich komme auf jeden Fall hier hin. Energy. War das wieder nur so ein Secret? War das so ein Secret Area? Reizt mich natürlich auch da oben hinzukommen, ne? Aber ich glaube, nee, das ist komplett uns verwehrt. Hier ist nichts. Sei denn, wir könnten uns irgendwie an dem Kabel entlang schwingen. Aber Tarzan sind wir nicht. Sind auch nicht Cheetah oder Jane oder sonst irgendwie was. Das heißt, wir müssen hier lang. Du wirst immer besser. Ich bin Bruder Grigori. Du kennst ja schon meine Gemeinde. Bruder Grigori, Hallöchen. Respekt übrigens zu deinen Fallen. Die sind richtig nice.
Nur so eine kurze Frage. Wenn du hier ein Ehrenamt in deiner Gemeinde hast, aus welchem Grund hast du die nicht alle schon längst erledigt? Während du die ganzen Fallen aufgebaut hast? Oder brauchst du die Leute? Oder brauchst du die Leute, um zu predigen? Natürlich. Natürlich. Jetzt kommt wieder ein kleiner Krabbler. Du schaffst das schon. Ah? Was da? Da drüben? Ach, du bist es, Bruder. Verzeih. Na, ist ja nichts passiert. Meine Kugeln sind dein geringstes Problem. Muss ein bisschen auf Abstand gehen, ne? Wenn die Typen da so am Brennen sein sind, vor sich hin am Rennen tun, dann werde ich brennende Fässer. Okay. Also ich fange an zu brutzeln, aber zum Glück die Flammen hier. Die Fässer. Nee. Jetzt gerade ein bisschen. Oh, das ist scheiße. Ja. Das war jetzt blöde. Ich glaube, ich bin das erste Mal so durch den Fallschaden. Hätte ich da auch gar nicht runtergehen sollen? Das wäre vielleicht auch gar nicht so cool. Ach, du bist es, Bruder. Verzeih. Da ist ja nichts passiert. Meine Kugeln sind dein geringstes Problem. So. Jetzt geht's los. Au! Alter Verwalter, die kleinen Drecksinger, sie sind das. Gräme dich nicht. Der hat mich bis auf einen Lebenspunkt runtergezogen. Wow. Sag ich da mal. Wow, wow und wow. So. Mann! Ich wollte das rechts wegtragen. Der Gegner ist erledigt. Ich muss auf jeden Fall hier oben noch ein bisschen bleiben. Damit ich diese Brandfässer alle nutzen kann. Weil die muss ich runterschmeißen. Sonst wird's ein bisschen schwierig. Okay, die Gegner hat er mir hier alle erledigt. Das finde ich gut. Gut. Okay, so, warte mal, wie machen wir das? Nee, das bringt dich leider nicht zum Explodieren, liebes Fass. Ah, schauen wir mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Da haben wir doch was. Nicht mal so einfach hier mit den Dingen da durchzukommen. Okay. Irgendwie haben die sich da.
Okay, die kleinen Krabbel habe ich zumindest erwischt. Au! Ah, da habe ich nicht kommen sehen. Das Fass hätte ich nehmen können. Ich kann das ja fangen, ne? Das hatten wir. Oh, guck mal, hier unten brennt das. Der Typ jetzt da reingerannt? Oh, rennt er da rein und verbrennt? Dann bleibe ich hier noch einen Augenblick stehen. Ich weiß nicht, der versucht zumindest mich zu kriegen irgendwie. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Gerade ein bisschen verwirrt. Also ich habe auf jeden Fall noch ein paar Brennfässer. Komm, die schmeiße ich erstmal runter. Mensch, lange Rede, kurzer Sinn. So, ich habe erstmal dieses... So. Das gucken wir. Da unten ist einer. Der ist erledigt. So, dann machen wir dieses. Weggebrutzelt. Da hinten. Ah, komm her. Sehr gut. Oh, Kettenreaktion. Noch einer gebrutzelt. Gut. Ich guck mal auf der Ecke. Da war noch was. Guck mal. Ach, Mist. Kannst du mir noch mal eins schmeißen? Ich habe nicht aufgepasst. Komm, schmeiß noch mal. Schmeiß noch mal. Gerade nicht aufgepasst. Ah, guck mal. Ich habe doch eine große Reichweite. Ich habe nicht gedacht, dass das so groß ist. Guck mal. Das ist ja... Ui. Das war, glaube ich, durch Zufall, dass ich das auch mit weggemacht habe. Okay, also ich bin erstaunt, dass meine Reichweite so groß ist mit dem Graviton. Das hätte ich wirklich... Ich glaube, ich habe aber alles, ne? Irgendwas höre ich noch. Ich höre noch irgendwas. Na komm. Wir riskieren's. Nö. Niemand da. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, also da müssen wir auf jeden Fall gleich lang. Schauen wir uns aber jetzt hier vorher nochmal um. Aber hier werden wir wahrscheinlich nicht... Doch, da ist noch was Hübsches. Komm her. Fang das Fass spielen wir jetzt hier. Du hast verloren. Da können wir hier drunter her. Nö, ist nicht vorgesehen. Das ist nicht vorgesehen. Ein bisschen leben. Und das war's auch schon. Gut, dann müssen wir da oben durch das Tunnelsystem. Ich sag jetzt einfach mal Tunnel hierzu. Nee, müssen wir nicht. Jetzt bin ich irritiert.
Wo muss ich denn dann lang? Ach, ich hätte da oben doch drauf gemuscht, ne? Oh, nee, hä? Bin ich da nicht gerade hergekommen? Bin verwirrt. Komme ich jetzt überhaupt hier wieder hoch? Ach ja, es gibt genug von den Dingern. Jetzt muss ich nur so aufstellen, dass die als Stütze dienen können. So. Nee, das reicht noch nicht. Ah, okay. Bis hochkant. Sehr gut. Das probieren wir jetzt. Vorsichtig. Und tops. So, da sind wir wieder oben. Aber... Komm da drüben trotzdem. Das reicht nicht vom Springen her. Nee. Also wenn ich da hin muss, dann habe ich mir gerade selber ins Püppö geschnitten. Weil das geht nicht. Das geht nicht. Da ist auch nicht. Muss da irgendwo hin. Hier muss ich hoch. Aber ich hätte doch hier gar nicht weiter geguckt. Mal, der Weg geht doch nur hier hin, dahin und da plumpst man doch automatisch runter. Bin ich ganz fest von überzeugt, dass man über diese Schräge des Dachs überhaupt nicht laufen kann. Ist das vorgesehen, dass man hier auf jeden Fall her muss? Hier ist Feuer. Da kann ich machen. Ich würde jetzt auch nicht gerne alle Sprengfässer benutzen, um zu gucken, ob hier noch irgendetwas explodiert, weil das würde ich gerne gezielt machen. Vor allen Dingen habe ich auch nicht mehr allzu viele Sprengfässer. Hier ist nichts. Hier kann ich nichts. Weder ranziehen noch weg. Das. Da bin ich doch nicht hergekommen, ne? Ach halt, warte mal, guck mal. Da wäre eh Ende. Da ist gar kein Eingang. Da kann ich doch gar nicht weiter. Will ich denn da hoch? Und will ich denn da hoch? Da ist doch gar nichts. Höchstens, um da reinzukommen. Aber bin ich da nicht gerade hergelatscht? Um da hinzukommen. Irgendwie. Ich Schlauch auf dem Steh und stehe auf dem Schlauch. Tü. Das kann doch blöd, das Ding. Okay, ich kann das Auto wegbupsen. Könnte ich dann auch irgendwo benutzen, um irgendwo drauf zu kommen. Aber ich brauche erstmal ein Ziel, dass ich auch irgendwo rauf möchte. Höchstens wieder zurück. Also das Einzige, was ich jetzt noch wüsste, ist, dass ich wieder zurück möchte.
Ich habe wieder ganz offensichtlich was nicht gesehen. Also vorsichtig hier. Lässt du mich nochmal hier? Ich hab das so schön eingestapelt. Werd das wahrscheinlich nachher doch noch brauchen und noch hoch müssen. Ich hätte gedacht, vielleicht wäre da drunter irgendwie jetzt ein Geheimgang oder so, aber da ist auch nichts. Ne, hier ist nichts. Hast du was in der Tasche, was du nicht mehr brauchst? Nö. Der guckt auch nur doof aus, the very. Hm. Wollte hier eigentlich hinschmeißen, um zu gucken, ob ich das Licht auskriege. Licht strahlt in die Richtung. Vielleicht ist das ein Zeiger mit einem Wink. Ein Wink mit dem Zeiger. Dahin müssen wir. Wenn das so weitergeht, brauche ich hier wirklich noch alle Health Packs, die ich irgendwo finde. Ich mich also selber immer Luft sprenge. Hier? Hoch. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hier kann ich auch nicht ranken, ne? Nee. Gibt ja Kletterranken, aber das sind hier keine. Das ist ein Kletter. Auto! Das ist kein Kletterauto. Ja, liebe Jungs und Mädels, hier hänge ich jetzt. Da wäre noch was. Ah! Oh Mann. Ach, das ist doch nicht wahr, ne? Das ist doch nicht wahr. Hier gibt's eine Leiche. Ich sag dir, das Offensichtliche übersehen. Das Offensichtliche übersehen kann wirklich nur mir passieren. Was kümmert es mich, dass sie mich wahnsinnig nennen? Du bist meine Stärke, mein Erlöser. Jetzt räumt der Typ da hinten auch richtig auf. Okay. Hi. Willst du hier hin? Oh, der will wirklich hier hin. Ich hab nur nichts, was ich dem jetzt entgegenschmeißen kann. Nicht hin. An dir vorbei, nimm den Stein. Ja, schön. Wäre jetzt hier so lange rumgerannt, bis ich was gefunden hätte. Ein Glück kam hier ein Stein. So, die sind. Ne, die sind alle Fratze. Oh, Sägeblatt. Nix. Sägeblatt ist sehr cool. Das bleibt nämlich immer schön an Ort und Stelle. Oh, komm. Ups. Ach, jetzt habe ich das Segel gar nicht mehr erwischen. Ich habe aber noch einen Backstein. Mal damit spielen. Ups. Jetzt Farbe für den nächsten Kollegen. Das stört den auch nicht. So, komm her.
Toll. Ein bisschen tricky, aber es geht.